Heute im Makers Nählexikon C wie Canvas. Oder manche sagen auch Canvas dazu. Was es aber eigentlich ist, ist ein Baumwollstoff, der gerne für Nutzgegenstände verwendet wird. Heute ist es Baumwolle. Früher, ursprünglich, als er quasi erfunden wurde, war es ein Hanfstoff oder ein Leinenstoff. Inzwischen eben Baumwolle, sehr viel auch gemischt, noch mit Kunststoffen. Selten auch tatsächlich nochmal aus Leinen. Aber da müsst ihr unbedingt, wenn ihr die Beschreibung Canvas seht, nochmal unter das Material schauen. Canvas ist sehr ähnlich zu Baumwollstoff, also das, was gängig ihr als Baumwollstoff bezeichnet. Ich sage immer gerne Baumwollwebware, weil das noch ein bisschen spezifischer ist. Also eine ganz einfache gewebte Baumwollware ist Canvas auch. Allerdings ist der Unterschied zu dem, was ihr sonst als Baumwolle bezeichnet, dass Canvas dicker ist. Die Fäden an sich sind dicker und manchmal ist die Webart auch ein bisschen spezieller. Und zwar ist nicht einfach nur ein Faden mit einem anderen gekreuzt, sondern es kreuzt auch mal ein Faden zwei Fäden. Oder es kreuzen zwei Fäden. Also da gibt es verschiedene Webarten und da ist es wirklich auch von Canvas zu Canvas unterschiedlich. Von Canvas an sich gibt es eben sehr viele unterschiedliche Sorten und die unterscheiden sich in der Regel vom Gewicht. Also wenn ihr wirklich zu einem Händler geht, der nur Canvas verkauft, dann wird er euch eben sagen, welches Gewicht wollt ihr haben. Das ist dann in der Regel Gramm pro Quadratmeter. Und da könnt ihr dann sehen, eben die dickeren sind schwerer und steifer und die dünneren sind wirklich ein bisschen weicher und fallen auch. Das geht wirklich von sehr fließenden, weichen Stoffen bis hin zu Canvas-Stoffen, die sehr dick und schwer sind, die auch gar nicht mehr fallen. Das sind dann wirklich wie Planen oder Segeltücher, die dann steif stehen. Also die kann man gar nicht mehr irgendwie fließen lassen. Und die werden dann gerne für so härtere Nutzgegenstände verwendet, wie zum Beispiel sogar Zelte oder irgendwelche Arbeitskleidung oder Arbeitsschutzkleidung oder Jacken, Oberbekleidung. Und ansonsten der gängige Canvas, auch das, was wir bei uns im Shop für euch anbieten, ist eher für drinnen gedacht, also Inneneinrichtungen. Kissen, Tischdecken, gerne auch Taschen oder solche Nutzgegenstände, weniger für Kleidung. Ihr könnt Canvas bekommen in verschiedenen Qualitäten, also nicht nur Gewicht, sondern auch eben verschiedene Inhaltsstoffe, wie ich schon sagte. Und wir haben auch sehr viele verschiedene Prints oder Farben für euch. Wir haben diese sehr weichen Canvasse, das sind einheitliche Farben, die sind relativ weich, fließen schön, da habe ich schon öfter mit gearbeitet. Das habe ich euch unten unter dem Video verlinkt, was ich daraus gemacht habe. Und dann haben wir eher ein bisschen festere, da ist zum Beispiel meine Avocado Lunchbag draus entstanden. Oder dann habe ich hier noch welche für euch rausgesucht mit Prints. Und hier könnt ihr sehen, es gibt sehr knallige Prints, auch mal mit Metallic drauf. Oder es gibt welche, die wirklich komplett gefärbt sind und bedruckt sind. Oder wir haben diese sehr natürlichen, die immer heißen, dass sie Leinenoptik sind. Leinen selbst steckt da nicht drin. Das ist tatsächlich eine Mischung aus Baumwolle und Kunstfaser. Und das ist aber ein Canvas. Das heißt, der ist so gewebt und so steif und lässt sich so wunderbar für genau diese Projekte verwenden. Zu nähen ist sehr einfach mit Canvas, weil der eben ähnlich wie Baumwolle in der Regel etwas mehr Stand und Festigkeit hat und sich sehr gut unter der Nähmaschine verhält. Das Einzige, was ein bisschen unterschiedlich ist, ist, dass der vielleicht etwas anders, also etwas stärker ausfranst, weil eben die Fäden etwas dicker sind und weil ihr manchmal zwei Fäden habt, wo ihr bei Baumwolle eben nur einen Faden habt. Also da könnt ihr ein bisschen schauen, wie das funktioniert, ob ihr vielleicht den erstmal doch versäubern möchtet, bevor ihr damit näht oder ob ihr direkt losnäht. An der Overlock ist das alles sowieso kein Problem. Und für die einfachen Projekte, die man eben aus Canvas macht, also Taschen, Kissenbezüge etc., ist es wirklich auch für Anfänger kein Problem, damit zu nähen.